Yo Leute, Ruffy hier und damit willkommen zurück zum zweiten Part von Was wäre, wenn Vegeto fusioniert geblieben wäre. Wenn ihr den ersten Part noch nicht gesehen habt, dann schaut da auf jeden Fall vorbei. Das ist die neue Serie für den Kanal für die nächsten Wochen. Heute kommt der Part 2 und Part 3 wird dann die nächste Woche drauf kommen. Aber damit fangen wir auch an. Und was ist bis jetzt eigentlich passiert? Eigentlich nicht viel. Wir haben gesehen, dass Vegeto Beerus kennengelernt hat, gegen ihn gekämpft hat, die Gottform erreicht hat, dann das Training mit Whis quasi abgeschlossen hat oder begonnen hat und dann Freezer ordentlich aufs Maul gehauen hat. Freezer konnte ebenfalls auch nicht die Erde zerbomben, weil Vegeto zu schnell und zu stark war und Vegeta dann im Indirekten den KO bekommen. Und damit kommen wir zum ersten Dragon Ball Super Original Arc und zwar Universum 6 gegen Universum 7. Weil ich meine, hey, der Streit von Beerus und Jumper geht ja immer noch los. Die Frage, die sich hier aber stellt, wenn Goku und Vegeta jetzt eins sind, wer kommt dann noch mit? Denn es ist ein Teilnehmer weniger, da Vegeto eine Person ist. Das Team besteht aus Vegeto, Piccolo, Buu und Monaka. Wobei man auch hier argumentieren könnte, dass Monaka wegfällt, da Vegeto das nicht abkaufen würde, da Goku zwar ein Idiot bei sowas ist, aber Vegeta den Braten riechen würde. Also nehmt es, wie ihr wollt, wie dem auch sei. Vegeto könnte hier etwas im Schilde führen, und zwar die Ausbildung. Vegeto ist nun eins, die Chance, dass er stirbt und es keinen Beschützer mehr gibt, ist also doppelt so groß, weil er natürlich nur noch eine Person ist, auch wenn er dafür viel, viel stärker ist. So könnte die Ausbildung auch ein wenig ernster nehmen und Goten und Trunks weiter aufziehen. Ich meine, Gohan fällt so oder so weg, weil er hat sich ja schon keine Sorgen mit Goku gemacht. Bei Vegeto wird er sich sicher noch weniger Sorgen machen, weil er einfach übermächtig ist. Deswegen kann er sich komplett auf sein Studium konzentrieren. Aber auch sein Training begann nach der Niederlage gegen Freezer, deswegen zu dem kommen wir auch nochmal zu einem späteren Zeitpunkt, beziehungsweise zum Universal Survival Arc. Aber da sind wir natürlich noch nicht angelangt. Wir haben Vegeto, der potenziell gesehen Goten und Trunks vorher, also noch viel früher vorher trainieren könnte und dann mitnehmen könnte. Ich meine, der Draht zu den beiden wird noch besser sein, da sie das sicher cool finden würden, einen fusionierten Vater zu haben, eine Fusion als Vater. Ich denke schon, das würde Goten und Trunks auf jeden Fall anspornen und die wären dann halt echte Bros quasi. Ich denke schon, das würde für die beiden auf jeden Fall ein ordentlicher Push sein. Also hätte man hier die Möglichkeit von Vegeto, Piccolo, Buu, Monaka, Trunks und Goten. Also die Charaktere, die möglich wären. Und das ist halt die Sache. Und zwar ist es hier einer zu viel. Da müssen wir erstmal entscheiden, wer wegfällt. Und das ist eine schwierige Sache. Und zwar, man könnte sagen, dass Monaka rausfällt, weil der Bait von Beerus nicht funktionieren würde, da Vegeta das schon vorher mehr oder weniger durchschauen würde. Man könnte sagen, dass Piccolo zurücktritt wegen der nächsten Generation, weil wenn Piccolo sehen würde, dass Goten und Trunks stärker sind, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er sagen würde, okay, hey, macht ihr mit oder Vegeta könnte von rein auf Piccolo verzichten. Und bei Buu ist es so, erstmal wissen wir so, Buu schläft ein. Also ist Buu von der Story an sich sowieso irrelevant, aber man könnte ja sagen, dass Buu ja in der Buu-Saga damals nicht so einen großen Impact gelandet hat, weil Vegeto einfach übermächtig war, könnte man hier sagen, dass Vegeto auf Buu verzichtet. Wäre hier eine Möglichkeit, also muss man entscheiden, wie man möchte, aber wenn man Piccolo, Monaka oder Buu rausnehmen würde, würde es rein von der Story, von dem Arc, wie ich den aufbaue, nicht großartig viel verändern, deswegen entscheidet das so, wie ihr möchtet an der Stelle. Aber für mich wäre es wichtig, dass man Goten und Trunks reinnimmt, um eine kleine Dynamik hier mit reinzubringen und auch vielleicht, um einen Aufbau für später zu schaffen. Also fangen wir an, Vegeto würde nicht anfangen, weil das steht außer Frage, dass der Stärkste beginnt. Ich meine, es ist die Zone der Kraft, hier geht es nicht um Leben und Tod, deswegen würde man das Ganze sehr, sehr locker angehen. Mit Son Goten, der den Kampf gegen Butamo führt und es wird so ziemlich der gleiche Kampf wie bei Son Goku, nur dass Goten es sichtlich schwerer haben würde. Er gewinnt den Kampf, ja, also ganz, ganz knapp muss man hier sagen und der Plot mit Frost bleibt auch so ziemlich der gleiche, also würde Son Goten hier rausfliegen, wobei man auch hier sagen kann, dass Frost nicht unbedingt das Gift ziehen muss gegen Son Goten. Auf jeden Fall fliegt er dann raus und dann kommt zu Trunks gegen Frost. Ein sehr, sehr schwieriges Matchup, weil ich jetzt schon weiß, dass sehr, sehr viele sagen werden, okay, das ist Bullshit. Kann ich auch nachvollziehen, aber der Trunks, den wir hier haben, ist auf jeden Fall stärker als den Trunks, den wir kennen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er den Kampf ganz, 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 ganz knapp gewinnen kann. Man kann aber auch hier sagen, okay, hey, macht keinen Sinn, deswegen lassen wir das sein. Aber wenn Piccolo halt dabei wäre, würde man das Ganze so machen, dass Piccolo den Kampf auch verliert, wie im Anime. Deswegen würde auch hier keine große Änderung stattfinden. Ich würde sagen, dass Trunks, wenn er gewinnen würde, gegen Magetta kämpfen würde und dann ein Doppel-KO entstehen würde, weil Trunks einfach fertig ist, weil er keine Kraft mehr hat. Wenn man sagen würde, dass Trunks gegen Frost verliert, würde es so dazu kommen, dass Vegeto reinkommt und Vegeto dann das ganze Team von Universum 6 bis zu Hit einfach sweept und die fertig macht. So könnte man das dann sagen. Auf jeden Fall gehen wir weiter, dass Trunks rausfliegt gegen Magetta. Damit kommen wir zum Kampf von Kaba. Kaba gegen Vegeto. Und Vegeto gegen Kaba ist auch ein sehr interessantes Matchup. Natürlich ist Vegetos Interesse hier sofort geweckt, da es einfach ein Saiyajin ist und Goku und Vegeta werden beide ein Interesse daran haben. Also stellt Kaba eben die Frage, hey, wie werde ich zu Super Saiyajin? Und Vegeto macht es ihm nicht einfach, aber bringt ihm schlussendlich die Technik bei. Doch als Kaba wirklich dachte, er hätte eine Chance, geht Vegeto in den Blue, um das Ganze zu demonstrieren und zeigt ihm, wer der Boss ist. Der Kampf ist also so ziemlich
sowie der mit Vegeta gewesen. Nur fügt man noch ein paar Eigenschaften vom Kampf Goku gegen Ub ein. Das ist so die perfekte Mixtur für den Kampf Vegeto gegen Kaba für mich. Also kommen wir auch hier endlich zum Showdown. Vegeto gegen Hit. Ein sehr interessantes Matchup, auch wenn es erstmal nicht so wirkt, da Vegeto zwar um einiges stärker ist, aber den Timeskip so gegenübertritt, ohne etwas zu wissen. Also wird der Kampf zu Anfang echt hart für ihn werden. Aber wir sollten hier realistisch bleiben, auch gegen Hit wird er schlussendlich nicht unterliegen. Also holt er sich den Sieg gegen Universum 6 und Monaka kommt nicht mal zum Zug. Damit haben wir die Ankunft von Zeno, bei der alles beim Alten bleibt und Vegeta und Zeno einen guten Draht knüpfen. Ich meine, Zeno wäre vielleicht ein bisschen angsteinflößend für Vegeta, aber da die Persönlichkeit von Vegeto sich schon so gefestigt hat, glaube ich, dass er dem sehr, sehr fröhlich entgegentreten würde und Vegeta dann auch so ein Freund von Zeno werden würde. Das Ding bei Universum 6 Arc ist, dass es nicht viele Änderungen gibt, da Vegeto zu stark ist und aus diesem Grund habe ich mich mehr auf einen sekundären Storystrang konzentriert mit, ja, Son Goten und Trunks, wo ich einen Aufbau quasi gemacht habe, den man vielleicht später noch benutzen könnte, wenn wir dann vielleicht in Part 4 sehen. Und ich persönlich glaube schon, dass bei einer Story mit Vegeto, Goten und Trunks zielstrebiger sein könnten und Vegeto auch offener für die beiden wäre in Bezug auf das Training. Für die Was-wäre-wenn-Serie ist das natürlich nicht so wichtig, aber ich finde es doch interessant, das Ganze mit einzubauen. Beerus würde in diesem Arc auch nochmal Vegetos Blue in der vollen Aktion sehen, denn in Resurrection of F hat er ihn zwar kurz gesehen, aber man hat nicht richtig gesehen, dass Vegeto gefordert worden ist. Hier ist es so, dass Hit natürlich immer noch schwächer ist, aber damals war es ja auch so, dass Vegeta gegen den Timeskip verloren hat und Goku durch den Galaktischen König ein wenig Hits Timeskip durchschaut hat. Da dies nun wegfällt, also dass der Kampf sofort losgeht, könnte Vegeto zu Anfang einfach ein paar Schwierigkeiten haben wegen der Technik von Hit, weil die sehr, sehr gefährlich ist und deswegen hat Hit am Anfang eine Art Momentum und kann dort überzeugen, aber wie gesagt, schlussendlich bleibt es halt bei dem Sieg von Vegeto. So, damit klären wir die Beziehungssituation, weil die Beziehungssituation für den nächsten Part wichtig ist und weil die Beziehungssituation oder weil viele nachgefragt haben, was ist denn mit der Beziehung von Vegeto, weil wir haben ja Goku und Vegeta, die beide Frauen haben, nämlich Bulma und Chichi. Ist Vegeto nun mit Bulma oder mit Chichi verheiratet? Hier würde ich gerne das Prinzip aus Dragon Ball Multiverse anwenden. Da hat Chichi sich quasi aufgeopfert und Vegeto Bulma überlassen, da sie sowieso davor 7 Jahre ohne Mann war und das für sie in Ordnung wäre, auch wenn es natürlich sehr, sehr traurig für sie war. Vegeto besucht sie aber natürlich ab und an, aber im Grunde genommen lebt er mit Bulma zusammen. Macht ja auch ein bisschen mehr Sinn, weil Goku auch einen Draht hat zu Bulma, deswegen ist es nicht ganz weit hergeholt. Man kann sich mal zurückerinnern an das 23. Turnier, da meinte Bulma auch, Goku ist gar nicht so ein schlechter Fang. Vielleicht hätte ich mich mehr auf ihn fokussieren sollen. Also, deswegen hier eine Frage an euch, an die Community. Und zwar, sollen wir die Story von Bra mit involvieren? Also das Kind von Vegeto und Bulma in dem Fall. Oder findet ihr, dass das eher ein bisschen strange ist? Deswegen lasst es auf jeden Fall hier bei der Abstimmung da. Dann werde ich das in den nächsten Parts auch mit berücksichtigen. Damit kommen wir zum lang ersehnten Future Trunks oder auch Goku Black oder auch Vegeto Black Arc. Der Future Trunks, der diesmal aus der Zukunft kommt, ist noch verängstigter und noch verwirrter. Er sieht Vegeto und schlägt sofort zu. Normalerweise würde er hier Goku schlagen, der sich an Goku Black erinnern würde, doch hier ist es so, dass nur Vegeto existiert und das würde heißen, dass nicht Goku Zamasu beeinflussen würde, sondern Vegeto würde ihn beeinflussen, ergo Zamasu würde sich später den Körper von Vegeto holen. Die Sache ist die, würde es auch funktionieren? Vegeto ist ja nur ein Körper, das heißt rein technisch gesehen, wäre das alles möglich. In dieser Geschichte ist ja Vegeto auch derjenige, der einen Gott herausgefordert hat und auch in der Erzählung von Shin im Manga wäre nicht von Son Goku die Rede, sondern von Vegeto. Also wäre es eine krasse Vorstellung, das stimmt schon, doch es wäre möglich und es wäre sinnvoll von der Sicht von Zamasu. Also nicht Goku Black, sondern Vegeto Black. Trunks wäre auch noch aufgeschmissener, da er von einer Fusionsmöglichkeit und von Vegeto an sich nie gehört hat. Also würde er annehmen, dass es ein anderer Saiyajin ist. Man kann auch hier sagen, dass es einer Stimme erkennen könnte, denn im Japanischen ist Vegetos Stimme eine Mischung aus den beiden Stimmen von Goku und von Vegeta. Eventuell heißt er auch nicht Vegeto Black, da Trunks Vegeto nicht kennt und das Black dann keinen Sinn haben würde. Der Name würde aber dann doch später durch Vegeto sowieso entstehen. Es ist auch interessant zu sehen, wie Trunks und Vegeto interagieren, denn Trunks kennt Vegeto nicht und wenn er dann in die Vergangenheit reist, wird er diesen Vegeto sehen und annehmen, dass es ein Feind ist, dass auch in dieser Timeline dieser Feind existiert. Deswegen wird Trunks am Anfang ziemliche Probleme haben, weil er nicht genau weiß, was geht hier eigentlich ab, wer ist Vegeto, wo ist meine Familie, was ist hier passiert. Also Trunks tut mir jetzt schon leid, das wird auf jeden Fall alles sehr, sehr verwirrend für ihn werden. Aber damit haben wir Trunks, der es auch viel, viel schwieriger in der Zukunft hatte. Und wir packen sogar ein kleines Easter Egg rein. Und zwar, der Trunks, der aus der Zukunft kommt, hat viel, viel mehr Wunden und hat sogar wie Son Gohan
einen Arm durch Vegeto Black verloren. Es ist so logisch, Goku Black spielt ja teilweise mit Trunks, da Vegeto viel, viel stärker ist, würde es ja passen, dass Trunks mehr Wunden haben würde, wie zum Beispiel die Future Gohan-Referenz, die ich hier mit dem Armverlust reingepackt habe. Das lässt natürlich auch alle Beteiligten die Situation viel, viel ernster nehmen. Doch Gott sei Dank ist Bulma da, die für Trunks einen neuen mechanischen Arm der Marke Capsule Corporation entworfen hat. Wir können hier auf jeden Fall sagen, dass sie sehr, sehr lange wach war, um das herzustellen, weil ich glaube, Bulma wäre unglaublich geschockt darüber, wenn sie Trunks sehen würde, der einen Arm verloren hat. Ich glaube, Bulma wäre wirklich richtig, richtig, richtig krass geschockt. Deswegen denke ich, so ein mechanischer Arm wäre gar nicht mal so weit weg zu denken. Also, Vegeto ist auch sichtlich davon angetan zu realisieren, dass es ein Wesen mit seiner Macht gibt und dass dieses Wesen böse ist und dass dieses Wesen durch ihn entstanden ist, da Vegeto quasi ja damals die Entscheidung getroffen hat, sich zu fusionieren. Übrigens auch hier fürs Verständnis nochmal zu dem Wunsch von Zamasu, falls sich Leute fragen, hey, in der Zukunftszeitlinie von Trunks gibt es ja kein Vegeto. Zamasu ist ja damals in die Zeitlinie gegangen, die wir in Dragon Ball Super haben. Also nicht die gleiche im Prinzip, aber dass es in der Zeitlinie von Future Trunks keinen Vegeto gab, hat keinen Einfluss auf den Wunsch von Zamasu später. Also würde Vegeto Black, wie gesagt, so oder so entstehen. Doch mal hier fürs Verständnis. Also, kommen wir wieder zum Geschehen. Und zwar haben wir den kleinen Testkampf von Trunks und Vegeto. Der fällt auf jeden Fall sehr, sehr kurz aus, weil, wie gesagt, Trunks nicht in der besten Verfassung ist und Vegeto viel zu stark ist. Ich denke, Trunks Fortschritte würden sich auch hier auf den Super Saiyan 2 begrenzen. Damit kommen wir auch endlich zur Ankunft von Vegeto Black durch einen Zeitriss. Ein kurzer Kampf zwischen den Vegetos. Der Kampf hier sollte eigentlich ähnlich verlaufen wie bei Goku und Goku Black, außer mit dem Unterschied, dass unser Vegeto den Kampf zwar anfangs locker nimmt in klassischer Vegeto-Manier, doch dann mit der Zeit Black wirklich töten möchte. Aufgrund dessen, was Black mit Trunks gemacht hat. Doch es kommt nicht dazu, da Vegeto Black verschwindet, also der Zeitriss schließt sich wieder, deswegen ist Vegeto Black wieder in seiner Zukunft und hat gerade nochmal so Schwein gehabt und erweckt dann quasi in der Zukunft seine Gottkräfte, wenn man so möchte. Und damit beginnt auch die Suche nach der wahren Identität von Vegeto Black und damit kommen wir auch zum Treffen von Zamasu und Goku, beziehungsweise jetzt hier Zamasu und Vegeto, wodurch auch der Wunsch von Zamasu ausgelöst worden ist. Dieser ganze Zerfall von Zamasu findet dann auch in diesem Zeitraum statt. Da Vegeto gegen Zamasu gekämpft hat und danach auch ausschließend zu Xeno muss, fällt das Training mit Trunks natürlich ziemlich, ziemlich kurz aus, denn es war ja damals so, dass Goku quasi zu Xeno gegangen ist und zu Zamasu und Vegeto in der Zeit mit Trunks trainiert hat. Deswegen, da es nur eine Person gibt, fällt das Ganze ziemlich, ziemlich kurz aus. Deswegen wäre es vielleicht auch sinnvoll, gerade aus Vegetos Sicht zu sagen, hey, wir bringen Trunks in den Raum von Geist und Zeit, weil Vegeto ist ziemlich, ziemlich stark und dass er im Kampf sterben könnte, wäre auf jeden Fall hier eine hohe Wahrscheinlichkeit. Deswegen denke ich schon, dass es Sinn machen würde, ein bisschen vorzusorgen und dann ein Training zu absolvieren. Ich denke, in diesem Training würde Trunks auf jeden Fall viele Fortschritte machen, mit den Mecha-Armen ein bisschen zurechtkommen. Man könnte sogar sagen, dass er die Grenze zu Super Saiyan 3 dann erreichen würde, ist aber nicht so wichtig. Aber wir gehen nicht so sehr auf das Training ein, denn wir kommen jetzt zu dem, dass sie jetzt fertig sind und sich aufmachen, in die Zukunft zu gehen, um dort gegen Vegeto Black den Showdown aufzunehmen. Und das erfahren wir dann im nächsten Part, im Part 3 des Szenarios. Was wäre, wenn Vegeto fusioniert geblieben wäre? Ich bedanke mich schon mal hier fürs zu Ende schauen und für den ganzen Support, den die Serie bekommt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auch sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr bei der Serie teilnehmen wollt, dann lasst auf jeden Fall in den Kommentaren da, was ihr für Vorschläge habt für den nächsten Part und für die Parts, die noch kommen werden, also für den Universal Survival Arc und so weiter. Mit dem Hashtag www.vegeto lässt ihr mich wissen, was ihr für Vorschläge habt. Da kann ich mir das ganz, ganz einfach rausfiltern. Ansonsten bin ich raus, wünsche noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst ebenfalls ein Abo auf den Kanal da. Bis dahin, haut rein.